Verwirrung, Delirium, Halluzination. An der Medizinischen Hochschule Hannover wird der Rausch untersucht, die veränderte Wahrnehmung. Der Versuch? Ein Stereobetrachter. Probanden sehen dreidimensionale Bilder, optische Täuschungen. Erst nüchtern, dann nach Einnahme von psychoaktiven Drogen. Die bewusstseinserweiternden Drogen haben ja nun die Wirkung im Gehirn, dass bestimmte Zensurleistungen geschwächt werden. Das heißt, man sieht nicht nur das, was man erwartet, sondern man ist näher an den realen Sinnestaten dran. Das heißt, die Versuchspersonen, die Drogen einnehmen oder auch in einem psychotischen Schub sind, die sehen dann tatsächlich menschliche Gesichter hohl, was uns anderen sehr schwer fällt. Eine Hohlmaske. Das ist ein nach innen gewölbtes Gesicht. Doch nur Berauschte können es sehen. Nüchtern entscheidet das Gehirn, das kann nicht sein, das gibt es nicht. Wir sehen das Gesicht ganz normal. Denn das Gehirn filtert, gleicht alles mit gewohnten Seheindrücken ab. Berauscht ist dieser Filter außer Kraft. Und viel mehr Eindrücke produzieren Chaos im Gehirn. Das Ergebnis Reizüberflutung, Halluzinationen. Wenn ich jetzt ein Psychedelikum hernehme, wie Kokain oder LSD, dann kann ich in Dinge reingucken, die ich normalerweise nicht sehen kann. Das ist aber zum Teil auch gefährlich. Man kann dann verrückte Ideen entwickeln. Also ein Wirtschaftskapitän, der ist nicht gut beraten, wenn er dauernd LSD einnimmt, weil er dann spinnerte Ideen entwickelt, wo man sagt, naja, also Junge, jetzt gehst du ein bisschen weit. Ja? Auch an der Uniklinik Köln werden halluzinogene Drogen wie LSD getestet an Menschen. In Vorgesprächen wird die seelische Verfassung der Probanden untersucht, Vorerkrankungen ausgeschlossen. Ziel der Studie? Psychosen besser verstehen, denn Drogenrausch ist wie Schizophrenie. Ziel unserer Forschung ist, dass wir versuchen, die chemischen Grundlagen so einer schizophrenen Psychose nachzubilden bei Freiwilligen, indem wir Substanzen geben, die ähnliche Effekte machen, wie wir sie auch bei einer Schizophrenie zum Beispiel finden, um den biologischen Grundlagen einer Schizophrenie letztlich näher zu kommen. Meine Eltern haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und viele Freunde haben gesagt, ich soll das doch nicht machen, weil da bleibt man doch drauf hängen auf sowas. Und gerade aus solchen, Vorurteilen sollten das lieber Menschen vom Fach machen, weil ich weiß eben, dass wenn ich nicht krank bin, wenn ich keine Erkrankung habe, bleibe ich auch auf sowas nicht hängen. Trotzdem, Tests am Menschen mit Ecstasy und LSD sind umstritten, zu Recht. Denn sie können auch Psychosen auslösen. Darum muss jede Studie von Ethikkommissionen genehmigt werden. Auf Trip in die Magnetröhre. Hier werden Konzentration und Reaktionsvermögen gecheckt. Die Vorgänge im Gehirn verglichen. Einmal ohne Drogen und auf DMT. Das ist ein Halluzinogen, das ähnlich wirkt wie LSD. Der Gebrauch solcher Substanzen ist für etwa 95% der Bevölkerung relativ ungefährlich, führt also vielleicht zu einer gewissen Gewöhnung und Abhängigkeit, aber nicht zu einer schweren psychischen Erkrankung. Die anderen 5-10% können davon wirklich schwer krank werden. Und diese Tatsache muss man als Drogenforscher und Suchtexperte auch immer wieder in der Bevölkerung klar machen. Hier ist eine berechtigte Angst. Ecstasy, LSD. Auf Trip in eine andere Welt. Verändertes Bewusstsein. Rausch, der auch zum Horrortrip werden kann. Eine starke LSD-Erfahrung sorgt dafür, dass eben nichts mehr so ist,
wie es so ist. Der Körper ist nicht mehr fest, sondern ist flüssig. Der Raum ist nicht mehr dreidimensional, er ist irgendwie n-dimensional und wir können es nicht fassen. Und ich weiß nicht mehr, ob ich tot bin oder lebendig. Und das sind alles Erfahrungen natürlich, die sehr angsteinflößend sein können. Wir gehen jetzt mit der Aufgabe. Ich gebe dir kurz nochmal die Instruktion. Deine Aufgabe ist es, das Kreuz in der Mitte zu fixieren. Und das alles im Rausch. Eine Flut aus Bildern, Gedanken, Tönen. Ungefilterte Wahrnehmung. Die Folge, das Frontalhirn ist besonders aktiv. Die Verknüpfung zu Gefühlen und Gedächtnis. Dieses Kreuz, was man in der Mitte fixierte, da hatte man so teilweise den Eindruck, das wäre ein Flugzeug oder ein Raumschiff, was so durch den Raum fliegt. Und manchmal gab es solche Farbhalluzinationen, dass an den Übergängen von Schwarz und Weiß, dass es solche lilanen oder roten Farbeffekte gab. Und alles bewegte sich gegeneinander. Das war irgendwie so ganz spannend. Halluzinogene reizen das Nervensystem. Eine Untersuchung im EEG zeigt, auch die natürlichen Reflexe wie das Blinzeln verändern sich im Rausch. Das Gehirn kann unwichtige Reize nicht mehr ausblenden. Berauscht hat jeder Reiz die gleiche Bedeutung. Ich finde es halt wichtig, dass ich als Psychiater auch mal ein Symptom habe, was Patienten normalerweise beschreiben. Wie fühle ich mich dann? Wie ist das, wenn ich nicht antworten kann, obwohl ich weiß, was ich sagen will? Wie ist das, wenn ich immer ganz schnell wieder vergesse, wenn mich jemand was fragt oder so? Einfach um ein bisschen empathischer auf den Patienten eingehen zu können. Und ich muss sagen, mir hat das sehr geholfen. Also ich habe anschließend sehr viel mehr Verständnis für Patienten gehabt, die diese Symptome schildern. Einige Therapeuten gehen noch weiter. Sie wollen sich nicht nur besser in Patienten einfühlen, sondern mit Ecstasy und LSD auch heilen. Ängste und Traumata überwinden, seelisch Kranken den Blick nach innen erleichtern. Jetzt bin ich mal visionär für die nächsten 20 Jahre den Einsatz von psychoaktiven Stoffen sowohl als Designerstoffe, das passiert ja längst, als auch in der Psychotherapie, würde ich sagen, ja, ich bin mir ziemlich sicher, in 20 Jahren wird man da viel vorurteilsfreier und viel direkter und konkreter darüber reden, auch im Hinblick auf therapeutische Anwendungen. Rauschforschung ist ein Weg, das menschliche Bewusstsein, die Psyche zu ergründen. Mit halluzinogenen Therapien bleibt allerdings in Deutschland Zukunftsvision. Die Risiken sind hoch, die Wirkung zu wenig erforscht. Noch vor 50 Jahren, bis in die frühen 70er Jahre, war Rauschforschung, wie wir sie gerade gesehen haben, vor allem in den USA ein großes Thema. Es ging um den medizinischen Nutzen der Substanzen und um Klarheit über psychische Krankheiten. Dieser Forschergeist fand aber dann seine engen Schranken in den 80ern, als der War on Drugs begann. Ich begrüße ganz herzlich den Soziologen und Drogenexperten Wolfgang Sterneck. Vor dem Hintergrund dieses War on Drugs, wie verspannt oder entspannt darf denn heute hier in Deutschland unser Verhältnis zu Drogen eigentlich sein, die wir einerseits alle schätzen, unter denen viele leiden, die Menschen zerstören oder retten können? Nun, Drogenpolitik ist voller Widersprüche. Drogenpolitik hat keineswegs nur etwas mit gesundheitlichen Aspekten zu tun, sondern auch ganz viel mit Aspekten der Kontrolle, der Macht und auch mit wirtschaftlichen Aspekten. Wenn ich Sie nun fragen würde oder die Zuschauer und Zuschauerinnen, was ist das größte Drogenfest in Deutschland, dann würden sicherlich viele antworten, die Love Parade oder vielleicht irgendein Hippiefest. Ich ahne, was kommt zu dieser Zeit? Ja, tatsächlich ist das Oktoberfest. Täglich gehen Tausende, Zehntausende Menschen dorthin, um sich zu berauschen, um Spaß zu haben und sich zu berauschen mit all den negativen Begleiterscheinungen. Aber darf man heute guten Gewissens sagen, es macht mir Spaß, ab und zu mal betrunken zu sein, ohne gleich als Patient dazustehen oder als Anstifter zum Alkoholmissbrauch?
Das zeigt die Problematik in unserer Gesellschaft, dass ein Rausch, der Versuch, in eine andere Bewusstseinsebene zu kommen, sofort tabuisiert wird oder mit negativen Attributen belegt wird. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass Rausch abhängig machen kann. Alles, was Spaß macht, antörnt, was entspannt oder Druck lindert, kann ohne Frage abhängig machen. Nur, wie geht man damit um? Ecstasy und LSD zum Beispiel gelten als gefährliche Rauschmittel und sind verboten. Bekanntermaßen war das nicht immer so. Was heute die Partydroge Ecstasy ist, war in den 60ern LSD. Und das verdankte die Hippie-Welt dem Zufall und einem Schweizer Pharmazeuten. LSD war das Zauberwort der amerikanischen Hippies. Eintauchen, abheben. Die Grenzen des Bewusstseins sprengen. LSD half dabei und war ständiger Begleiter. Es galt die Losung des Drogengurus Timothy Leary. They gave me the good lines in the show. Turn on, tune in, drop out. Einwerfen, einklinken, aussteigen. Doch 1967 wird es den amerikanischen Behörden zu bunt. Sie erklären LSD für illegal und setzen es ganz oben auf den Drogenindex. Albert Hoffmann, der Schweizer Chemiker, hatte die Wunderdroge entdeckt. 1938 stellt er sie erstmals her aus einem Getreidepilz. 5 Jahre später macht er ahnungslos den ersten Selbstversuch. Die Wirkung setzt auf dem Heimweg ein. Unterwegs hatte ich das Gefühl, ich käme nicht vom Fleck. Es war eine ganz merkwürdige Störung des Zeiterlebens. Zu Hause angelangt war der Zustand schon so, dass ich vollkommen von der Umwelt und von mir selbst entfremdet war. Gesucht hatte ich ein Kreislaufstimulans, gefunden aber ein Psychostimulans von bisher nie gekannter Wirkung. LSD ist bis heute das stärkste bekannte Halluzinogen überhaupt. 1 Gramm reicht für 20.000 Trips à 12 Stunden. In den Jahren nach seiner Entdeckung hält es die Wissenschaft in Atem und wird zum Verkaufsschlager. Ab 1949 ist es legal in jeder Apotheke erhältlich unter dem Markennamen Dilysit. Plötzlich konnte man Zustände simulieren, wie sie schizophrene oder psychotische Menschen erleben. Ärzte testen das auch an sich selbst. Der geht nach vorne zu, hebt sich weg, hinten so eine Robe. Das ist natürlich toll, dass man das jetzt so sieht. Mich interessiert nämlich jetzt wirklich, was... Sie wollen sich besser in ihre Patienten einfühlen können. Für Psychiater und Psychotherapeuten erweist sich LSD als neuer Weg, schnell und erfolgreich traumatische Erlebnisse aufzuarbeiten. Es treten unbewusste Inhalte, Erlebnisse kommen ins Bewusstsein. Es ist wie ein Art Tagtraum und das können auch sehr unangenehme Inhalte sein. Man hat das Gefühl, nach einem LSD-Erlebnis, man müsse das verarbeiten, man kann das einfach nicht drüber hinweggehen. Es ist etwas sehr Ernsthaftes, etwas kein Genuss mehr. Die
Die Hippie-Exzesse in den 60ern fordern ihren Tribut. Fast 25 Jahre lang bleibt LSD für die Wissenschaft tabu. Übrigens, Albert Hofmann, der Erfinder des LSD, ist in diesem Jahr 101 Jahre alt geworden. Für den Fall, dass er Selbstversuche gemacht hat, haben die ihm offenbar nicht geschadet. Eher im Gegenteil. Herr Steinbeck, von dem Blick auf die Szene von damals, ein Blick in die Szene von heute. Sie leiten in Frankfurt das Projekt Alice, the Drug and Culture Project. Wie arbeiten Sie? Wir sind vorwiegend in Diskotheken aktiv, auf Festivals. Wir sind auch in Schulen aktiv, vor Ort. Wir haben einen Ansatz, der Drogen weder tabuisiert noch verharmlost, sondern den jungen Erwachsenen sachliche, möglichst objektive Informationen gibt. Wie kommen Sie heran an die Jugendlichen? Wie finden Sie Gehör? Nun, die Jugendlichen kommen zu uns, weil wir nicht mit dem erhobenen Zeigefinger arbeiten, weil wir nicht verurteilen, sondern weil wir sehr authentisch Informationen weitergeben. Wer nur auf Abschreckung setzt, wie dies die Drogenpolitik jahrelang gemacht hat, der landet in einer Sackgasse. Jugendliche, junge Erwachsene kann man nur erreichen, wenn man sie ernst nimmt, in ihren Bedürfnissen und in ihren Erfahrungen. Was sagen Sie den jungen Leuten, was die noch nicht wissen? Nun, wir leben in einer Konsumgesellschaft. Viele Leute konsumieren Drogen, Erwachsene wie Jugendliche, ohne ein entsprechendes Wissen darüber zu haben. Wir fangen damit an, Wissen, Informationen weiterzugeben. Was hat sich geändert, hauptsächlich im Vergleich zu damals? Wir haben ja eben eine etwas romantische Sicht vielleicht gesehen auf die 60er Jahre. Damals hatte man das Gefühl, die Rituale sahen anders aus. Die Drogen waren gesellschaftlich anders angesehen und es war irgendwie ein bisschen entspannter, möchte man fast meinen. Heute scheint es eher nach dem schnellen Kick zu gehen. Ja, im Grunde geht es weder damals noch heute um die Frage, ob Drogen genommen werden oder nicht. Drogen werden genommen. Wir leben in einer Drogengesellschaft. Deutschland ist im Grunde eine riesige Drogenszene, von illegalen Substanzen über die legalen Drogen, Nikotin, Alkohol, Psychopharmaka bis hin zu Dopingmitteln. Wenn man die Drogenfrage stellt, dann muss man im Grunde auch die Gesellschaftsfrage stellen. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Es geht darum, besser zu sein, Profit zu erwirtschaften und so weiter. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite Spaß zu haben, zu konsumieren, und entsprechend werden auch Drogen genutzt. Man kann sich aber aus dieser Welt nicht entziehen. Man muss ja in irgendeiner Weise auch den Regeln des täglichen Lebens entsprechen. Wie passen denn Drogen ins tägliche Leben? Ja, sie passen sogar sehr gut. Es gibt viele Drogen, legale wie illegale, die dazu beitragen, besser zu funktionieren, Leistung zu bringen, wach zu sein, scheinbar kreativer zu sein oder abzuschalten aus dem erdrückenden Alltag, aus der Verschärfung der sozialen Situation, zumindest für einen Moment auszubrechen in eine Drogenwelt. Was muss Drogenpolitik denn jetzt tun, wenn sie gut sein will? Muss sie diese Selektion vornehmen, auf der einen Seite die Verboten, auf der anderen Seite die Erlaubten, Anerkannten? Oder muss sie einen größeren Fokus auf das Drogenproblem legen? Naja, Drogenproblem ist zu kurz gegriffen. Meiner Meinung nach müsste man einen Fokus auf gesellschaftliche Entwicklungen legen, und daraus kann man ableiten, wie und welche Drogen konsumiert werden. Ein erster Schritt wäre weg von Repression, weg von Kriminalisierung, hin zu einer sachlichen Aufklärung, hin zu Informationsprojekten, Hilfsprojekten, Beratungsprojekten, aber auch langfristig eine Neubewertung von Drogen und damit verbunden eine Entkriminalisierung. Herr Steinbeck, wir unterhalten uns gleich weiter.
Es gibt ja Menschen, die schaffen es ganz ohne Drogen, Rausch- und Trancezustände zu erreichen. Asiatische Mönche versetzen sich zum Beispiel traditionell durch Meditation in Zustände der Bewusstseinserweiterung. Nach langem Training lernt der Körper, die Trance selbst zu produzieren. Unterstützen können dabei spezielle Klänge wirken. Und diesen Umstand machen sich auch Ärzte hierzulande für neue Therapiemethoden zunutze. Im Rausch der Sinne, ohne Drogen, allein durch Meditation. Wissenschaftlich bewiesen ist, die innere Einkehr verändert Bewusstsein und Gehirn und kann zu Trance- und Rauschzuständen führen. Berauscht durch Musik, entspannt. Archaische Urklänge wirken ähnlich wie halluzinogene Drogen. Aber ohne Risiko und ohne Nebenwirkungen. Wir konnten nachweisen, dass man mit Hilfe von Klängen, dass man in ganz ähnliche Zustände kommt, die auch ähnlich intensiv sind, wie es zum Beispiel LSD ist. Nur eben mit dem Unterschied, dass diese Zustände sehr viel besser kontrollierbar sind und steuerbar sind. Im Klinikum Frankenthal wird einmalig in Deutschland mit Urklängen therapiert. Das Prinzip ist einfach. Mit archaischen Instrumenten wird die akustische Welt eines Embryos imitiert. Wie im Mutterleib. Klänge sind mehr Schwingung als Geräusch. Töne, gefühlt am ganzen Körper. Heilsamer Rausch. Diese Instrumente, die haben in einer bestimmten, wenn man die auf eine bestimmte Art und Weise spielt, ganz große Ähnlichkeit mit dem, wie wir wahrscheinlich als Menschen gehört haben, so ab dem vierten Monat im Mutterleib bereits. Das Didgeridoo beispielsweise klingt so wie die Darmgeräusche und die Trommel, wenn man sie auf eine bestimmte Art und Weise spielt, mit einer bestimmten Geschwindigkeit, dann klingt es wie der Herzschlag. Berauscht durch Urklänge. Ein Bewusstseinszustand wie auf psychedelischen Drogen. In Trance nach innen blicken, einfach glücklich sein oder aber Verdrängtem, den Gespenstern der Vergangenheit begegnen, das hilft bei Depressionen und auch nach Drogenerfahrungen. Diese Art der Therapie ist auch sehr gut geeignet für Menschen, die über Drogen Erfahrungen gemacht haben, die sie nicht verarbeiten konnten und die ihnen sozusagen immer noch in ihnen drinstecken als Negativerlebnis und die ihr Leben negativ beeinflussen. Und die können über diese Art der Erfahrung das Ganze ein Stück besser aufschlüsseln und herausfinden, was eigentlich los ist, warum sie da sozusagen hängen geblieben sind. Nach der Gong-Therapie, Gefühle, Traumbilder, Erinnerungen werden gemalt. Das ist ein wesentlicher Bestandteil der Therapie, denn so verlieren traumatische Erlebnisse ihre Macht. Wichtig: gemeinsam über die Erfahrungen sprechen. Ja, also für mich war es unheimlich machtvoll, unheimlich gefühlvoll. Also erstmal habe ich so lief ein paar Tränen runter und dann noch ein bisschen Angst und Traurigkeit. Ich hatte immer das Gefühl, ich schwebe so hin und her, ich wackel so ein bisschen. Ich habe unsere kleine verstorbene Tochter vor mir gesehen.
die dann auf einmal weggeschwebt ist. Aber dann konnte ich mich recht gut einlassen, konnte mich recht gut erholen. Bin dann mit meiner großen Tochter, mit meiner Frau auf einer schönen bunten Wiese spazieren gelaufen. Blaue Wolken. Innere Stille, Meditation, berauscht in Trance. Der Herzschlag verlangsamt sich, Muskelspannungen werden reduziert. Und im Gehirn gähnende Leere? Im Gegenteil. Professor Feitel fand heraus, bei Meditierenden geht es biochemisch ähnlich zu wie bei einem LSD-Trip. Nur, der körpereigene Rausch ist nicht gefährlich. Wenn Sie Halluzinogene nehmen, greifen Sie eigentlich in den ganzen neurophysiologischen, also in diesen Gehirnprozess ein. So, und Sie kommen unter das Diktat eben der Biochemie. Bei den Drogen sind Sie schnell in einem Rauschzustand drin, bei der Meditation brauchen Sie lange, aber das Opfer, das Sie gebracht haben, ja, das zahlt sich dann eben aus, dass Sie eben jetzt ein Selbstkontrollverfahren, ein Hirntraining eigentlich beherrschen. Meditierende in der Magnetröhre. Untersucht werden die Gehirnaktivitäten. Das Ergebnis? Im linken Stirnlappen herrscht Hochbetrieb und die Gammawellen, verantwortlich für erhöhte Aufmerksamkeit, steigen an. Meditation hinterlässt auf Dauer neuronale Spuren und verändert das Gehirn. Wenn Leute, sagen wir, über Jahre hin Meditation praktizieren, also praktisch mit ihrer Aufmerksamkeit immer durch den Körper wandern, dass dann eben ganz bestimmte Hirnstrukturen stärker ausgeprägt sind. Und zwar diejenigen, die dafür zuständig sind, die Emotionen zu regulieren. Oder dafür dazu beitragen, dass ich weniger Angst empfinde in, sagen wir, Angst auslösenden Situationen. Nach ca. 6000 Stunden Praxis nehmen die Nervenzellen im Stammhirn deutlich zu. Die Folge? Gelassenheit und bessere Konzentration. Schlussfolgerung? Regelmäßige Meditation verändert das Bewusstsein. Also wenn man meditiert und die Meditation lernt, ist es ein Zugewinn, ja, an neuen Freiheitsgraden zur Beeinflussung unserer mentalen Zustände, unserer geistigen und möglicherweise auch unserer spirituellen Prozesse. Trance und Rausch ist dann gut, wenn es einem gelingt, also wenn es die Gesellschaft verbindet. Dafür waren ja früher diese Rituale auch da, dass sich Gemeinschaften gebildet haben, dass sich das Zusammenhaltsgefühl gestärkt hat. Das haben wir verloren und entwickeln es heute wieder. Trance und Rausch selbst gemacht, ganz ohne Drogen. Kein schneller Kick, sondern nachhaltige Arbeit. Denn die Verschaltungen im Gehirn sind nicht endgültig fixiert. Niemand muss so bleiben, wie er ist. Herr Steinberg, spielen solche Methoden wie Meditation bei Ihrer Arbeit als Drogenberater in Frankfurt eine Rolle? Oder sind die jungen Drogengefährdeten so nicht zu bekommen? Nun, wir sind oft auf Veranstaltungen, auf denen sich die Gäste der Veranstaltung tanzend in einen Trancezustand versetzen, in einer Welt, die von Kontrolle, von Ratio, von Verstand geprägt ist, ist das immer auch ein Stück weit ein Ausbruch. Wir versuchen, so etwas zu begleiten, beziehungsweise Informationen in die Szene hineinzutragen, sich bewusster damit auseinanderzusetzen. Also heißt das, Sie würden auch sagen, macht es so, macht es ohne Drogen, allein der Rhythmus, allein der Beat kann schon schaffen, euch in eine Trance zu versetzen? Oder ist das zu kurzsichtig? Ich sage, es gibt verschiedene Möglichkeiten, um sich in Trance zu versetzen. Eine davon könnte eben Musik sein, könnte Tanz, könnte Rhythmus sein. Genau.
Was erwartet uns in Zukunft an Drogen? Woran, nach Ihrer Kenntnis, arbeiten denn die pharmazeutischen Firmen oder vielleicht sogar die Unterwelt? Naja, die Drogen der Zukunft entstehen nicht in den Labors irgendeiner Drogenmafia, sondern im Grunde ganz legal in der Pharmaindustrie. Es sind Drogen, die uns noch leistungsstärker machen sollen, auch Drogen, die uns glücklicher machen sollen, Drogen, die letztlich dazu beitragen sollen, dass wir besser funktionieren in dieser globalisierten Welt. Finden Sie das grundsätzlich schlecht? Ich finde es zwiespältig. Psychoaktive Substanzen sollten dazu dienen, Möglichkeiten zu eröffnen zur Weiterentfaltung, nicht dazu dienen, in einem repressiven System zu funktionieren. Herr Scharneck, herzlichen Dank für Ihren Besuch. Viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Danke sehr. Danke auch. Der Kreis zum Anfang allen Drogenkonsums schließt sich, wenn wir zum Abschluss einen Blick auf die Pflanzen werfen, die berauschen können. Mit ihnen begann vor Jahrtausenden unser Drang, unsere Stimmungen zu beeinflussen. Die Tiere machen es uns bis heute vor. Elefanten zum Beispiel lieben fermentierte Früchte, nehmen aber normalerweise nur wenig davon zu sich. Wenn sie allerdings ihren oft langjährigen Partner verloren haben, entwickeln sie einen echten Hang zu alkoholisierten Früchten und ertränken sozusagen ihre Sorgen. Rausch aus Pflanzen. Ein Nano-Buchtipp. Kaum jemand ahnt, wie viele Pflanzen mit halluzinogenen Substanzen in unserer direkten Umgebung wachsen und blühen. Etwa die Engelstrompete, eine beliebte Zierpflanze. Bewusstseinsverändernde Pflanzen, ob im eigenen Garten oder fern der Heimat. Die Pharmazeutin Angelika Prentner stellt in ihrem Buch die wichtigsten halluzinogenen Pflanzen vor. Alphabetisch sortiert bietet die Autorin zu jeder Pflanzenart detaillierte Angaben. So zum Beispiel zu Vorkommen, botanischen Merkmalen und natürlich zu ihren halluzinogenen Substanzen. Gut verständlich beschreibt Angelika Prentner, wie diese Pflanzen wirken und wie man sie in der Medizin und in der Homöopathie sinnvoll einsetzt. Bereits seit Jahrhunderten werden diese Pflanzen von einigen Kulturen als wertvolle Heilmittel, aber auch als magisch-religiöse Rauschdroge gesammelt und genutzt. Etwa der Peyote-Kaktus. Als Arznei verabreicht, soll Peyote bei Grippe, Diabetes und sogar bei Skorpionstichen helfen. Trotz der positiven Aspekte dieser Heilpflanzen verweist Angelika Prentner auch auf die hohen Risiken des modernen Konsums natürlicher Drogen. Das war unser Nano-Spezial zum Thema Rausch. Was wäre denn der größte Beitrag, den ein besseres Verstehen unserer Lust am Rausch bieten könnte? Wohl der, eine Gesellschaft, die Kaffee, Alkohol und Tabak erlaubt, zu einer differenzierten Position gegenüber psychoaktiven Substanzen zu bringen, mit Suchtprävention. Verwirrung, Delirium, Halluzination. An der Medizinischen Hochschule Hannover wird der Rausch untersucht, die veränderte Wahrnehmung. Der Versuch, ein Stereobetrachter. Probanden sehen dreidimensionale Bilder, optische Täuschungen. Erst nüchtern, dann nach Einnahme von psychoaktiven Drogen. Die bewusstseinserweiternden Drogen haben ja nun die Wirkung im Gehirn, dass bestimmte Zensurleistungen geschwächt werden. Das heißt, man sieht nicht nur das, was man erwartet, sondern man ist näher an den realen Sinnestaten dran. Das heißt, die Versuchspersonen, die Drogen einnehmen oder auch in einem psychotischen Schub sind, die sehen dann tatsächlich menschliche Gesichter hohl, was uns anderen sehr schwer fällt. Eine Hohlmaske.
Das ist ein nach innen gewölbtes Gesicht. Doch nur Berauschte können es sehen. Nüchtern entscheidet das Gehirn, das kann nicht sein, das gibt es nicht. Wir sehen das Gesicht ganz normal, denn das Gehirn filtert, gleicht alles mit gewohnten Seheindrücken ab. Berauscht ist dieser Filter außer Kraft. Und viel mehr Eindrücke produzieren Chaos im Gehirn. Das Ergebnis Reizüberflutung, Halluzinationen. Wenn ich jetzt ein Psychedelikum hernehme, wie Kokain oder LSD, dann kann ich in Dinge reingucken, die ich normalerweise nicht sehen kann. Das ist aber zum Teil auch gefährlich. Man kann dann verrückte Ideen entwickeln. Also ein Wirtschaftskapitän, der ist nicht gut beraten, wenn er dauernd LSD einnimmt, weil er dann spinnerte Ideen entwickelt, wo man sagt, naja, also Junge, jetzt gehst du ein bisschen weit, ja? Auch an der Uniklinik Köln werden halluzinogene Drogen wie LSD getestet, an Menschen. In Vorgesprächen wird die seelische Verfassung der Probanden untersucht, Vorerkrankungen ausgeschlossen. Ziel der Studie? Psychosen besser verstehen, denn Drogenrausch ist wie Schizophrenie. Ziel unserer Forschung ist, dass wir versuchen, die chemischen Grundlagen so einer schizophrenen Psychose nachzubilden bei Freiwilligen, indem wir Substanzen geben, die ähnliche Effekte machen, wie wir sie auch bei einer Schizophrenie zum Beispiel finden, um den biologischen Grundlagen einer Schizophrenie letztlich näher zu kommen. Meine Eltern haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und viele Freunde haben gesagt, ich soll das doch nicht machen, weil da bleibt man doch drauf hängen auf sowas. Und gerade aus solchen, Vorurteilen sollten das lieber Menschen vom Fach machen, weil ich weiß eben, dass wenn ich nicht krank bin, wenn ich keine Erkrankung habe, bleibe ich auch auf sowas nicht hängen. Trotzdem, Tests am Menschen mit Ecstasy und LSD sind umstritten, zu Recht, denn sie können auch Psychosen auslösen. Darum muss jede Studie von Ethikkommissionen genehmigt werden. Auf Trip in die Magnetröhre. Hier werden Konzentration und Reaktionsvermögen gecheckt, die Vorgänge im Gehirn verglichen, einmal ohne Drogen und auf DMT. Das ist ein Halluzinogen, das ähnlich wirkt wie LSD. Der Gebrauch solcher Substanzen ist für etwa 95% der Bevölkerung relativ ungefährlich, führt also vielleicht zu einer gewissen Gewöhnung und Abhängigkeit, aber nicht zu einer schweren psychischen Erkrankung. Die anderen 5-10% können davon wirklich schwer krank werden. Und diese Tatsache muss man als Drogenforscher und Suchtexperte auch immer wieder in der Bevölkerung klar machen. Hier ist eine berechtigte Angst. Ecstasy, LSD. Auf Trip in eine andere Welt. Verändertes Bewusstsein, Rausch, der auch zum Horrortrip werden kann. Eine starke LSD-Erfahrung sorgt dafür, dass eben nichts mehr so ist, wie es so ist. Der Körper ist nicht mehr fest, sondern ist flüssig. Der Raum ist nicht mehr dreidimensional, er ist irgendwie n-dimensional und wir können es nicht fassen. Und ich weiß nicht mehr, ob ich tot bin oder lebendig. Und das sind alles Erfahrungen natürlich, die sehr angsteinflößend sein können. Wir beginnen jetzt mit der Aufgabe. Ich gebe dir kurz nochmal die Instruktion. Deine Aufgabe ist es, das Kreuz in der Mitte zu fixieren. Und das alles im Rausch. Eine Flut aus Bildern, Gedanken, Tönen. Ungefilterte Wahrnehmung. Die Folge, das Frontalhirn ist besonders aktiv, die Verknüpfung zu Gefühlen und Gedächtnis. Dieses Kreuz, was man in der Mitte fixierte, da hatte man so teilweise den Eindruck, das wäre ein Flugzeug oder ein Raumschiff, was so durch den Raum fliegt. Und manchmal gab es solche Farbhalluzinationen, dass an den Übergängen von Schwarz und Weiß, dass es solche lilanen oder
roten Farbeffekte gab und alles bewegte sich gegeneinander. Das war irgendwie so ganz spannend. Halluzinogene reizen das Nervensystem. Gut. Eine Untersuchung im EEG zeigt, auch die natürlichen Reflexe wie das Blinzeln verändern sich im Rausch. Das Gehirn kann unwichtige Reize nicht mehr ausblenden. Berauscht hat jeder Reiz die gleiche Bedeutung. Ich finde es halt wichtig, dass ich als Psychiater auch mal ein Symptom habe, was Patienten normalerweise beschreiben. Wie fühle ich mich dann? Wie ist das, wenn ich nicht antworten kann, obwohl ich weiß, was ich sagen will? Wie ist das, wenn ich immer ganz schnell wieder vergesse, wenn mich jemand was fragt oder so? Einfach um ein bisschen empathischer auf den Patienten eingehen zu können. Und ich muss sagen, mir hat das sehr geholfen. Also ich habe anschließend sehr viel mehr Verständnis für Patienten gehabt, die diese Symptome schildern. Einige Therapeuten gehen noch weiter. Sie wollen sich nicht nur besser in Patienten einfühlen, sondern mit Ecstasy und LSD auch heilen. Ängste und Traumata überwinden, seelisch Kranken den Blick nach innen erleichtern. Jetzt bin ich mal visionär für die nächsten 20 Jahre den Einsatz von psychoaktiven Stoffen sowohl als Designerstoffe, das passiert ja längst, als auch in der Psychotherapie, würde ich sagen, ja, bin mir ziemlich sicher, in 20 Jahren wird man da viel vorurteilsfreier und viel direkter und konkreter darüber reden, auch im Hinblick auf therapeutische Anwendungen. Rauschforschung ist ein Weg, das menschliche Bewusstsein, die Psyche zu ergründen. Mit halluzinogenen Therapien bleibt allerdings in Deutschland Zukunftsvision. Die Risiken sind hoch, die Wirkung zu wenig erforscht. Noch vor 50 Jahren, bis in die frühen 70er Jahre, war Rauschforschung, wie wir sie gerade gesehen haben, vor allem in den USA ein großes Thema. Es ging um den medizinischen Nutzen der Substanzen und um Klarheit über psychische Krankheiten. Dieser Forschergeist fand aber dann seine engen Schranken in den 80ern, als der War on Drugs begann. Ich begrüße ganz herzlich den Soziologen und Drogenexperten Wolfgang Sterneck. Vor dem Hintergrund dieses War on Drugs, wie verspannt oder entspannt darf denn heute hier in Deutschland unser Verhältnis zu Drogen eigentlich sein, die wir einerseits alle schätzen, unter denen viele leiden, die Menschen zerstören oder retten können? Nun, Drogenpolitik ist voller Widersprüche. Drogenpolitik hat keineswegs nur etwas mit gesundheitlichen Aspekten zu tun, sondern auch ganz viel mit Aspekten der Kontrolle, der Macht und auch mit wirtschaftlichen Aspekten. Wenn ich Sie nun fragen würde oder die Zuschauer und Zuschauerinnen, was ist das größte Drogenfest in Deutschland, dann würden sicherlich viele antworten, die Love Parade oder vielleicht irgendein Hippiefest. Ich ahne, was kommt zu dieser Zeit. Ja, tatsächlich ist das Oktoberfest. Täglich gehen Tausende, Zehntausende Menschen dorthin, um sich zu berauschen, um Spaß zu haben und sich zu berauschen mit all den negativen Begleiterscheinungen. Aber darf man heute guten Gewissens sagen, es macht mir Spaß, ab und zu mal betrunken zu sein, ohne gleich als Patient dazustehen oder als Anstifter zum Alkoholmissbrauch? Das zeigt die Problematik in unserer Gesellschaft, dass ein Rausch, der Versuch, in eine andere Bewusstseinsebene zu kommen, sofort tabuisiert wird oder mit negativen Attributen belegt wird. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass Rausch abhängig machen kann. Alles, was Spaß macht, antörnt, was entspannt oder Druck lindert, kann ohne Frage abhängig machen. Nur, wie geht man damit um? Ecstasy und LSD zum Beispiel gelten als gefährliche Rauschmittel und sind verboten. Bekanntermaßen war das nicht immer so. Was heute die Partydroge Ecstasy ist, war in den 60ern LSD. Und das verdankte die Hippie-Welt dem Zufall und einem Schweizer Pharmazeuten.
LSD war das Zauberwort der amerikanischen Hippies. Eintauchen, abheben. Die Grenzen des Bewusstseins sprengen. LSD half dabei und war ständiger Begleiter. Es galt die Losung des Drogengurus Timothy Leary. They gave me the good lines in the show. Turn on, tune in, drop out. Einwerfen, einklinken, aussteigen. Doch 1967 wird es den amerikanischen Behörden zu bunt. Sie erklären LSD für illegal und setzen es ganz oben auf den Drogenindex. Albert Hoffmann, der Schweizer Chemiker, hatte die Wunderdroge entdeckt. 1938 stellt er sie erstmals her aus einem Getreidepilz. 5 Jahre später macht er ahnungslos den ersten Selbstversuch. Die Wirkung setzt auf dem Heimweg ein. Unterwegs hatte ich das Gefühl, ich käme nicht vom Fleck. Es war eine ganz merkwürdige Störung des Zeiterlebens. Zu Hause angelangt war der Zustand schon so, dass ich vollkommen von der Umwelt und von mir selbst entfremdet war. Gesucht hatte ich ein Kreislaufstimulans, gefunden aber ein Psychostimulans von bisher nie gekannter Wirkung. LSD ist bis heute das stärkste bekannte Halluzinogen überhaupt. 1 Gramm reicht für 20.000 Trips à 12 Stunden. In den Jahren nach seiner Entdeckung hält es die Wissenschaft in Atem und wird zum Verkaufsschlager. Ab 1949 ist es legal in jeder Apotheke erhältlich unter dem Markennamen Dilysit. Plötzlich konnte man Zustände simulieren, wie sie schizophrene oder psychotische Menschen erleben. Ärzte testen das auch an sich selbst. Der geht nach vorne zu, hebt sich weg, hinten so eine Robe. Das ist natürlich toll, dass man das jetzt so sieht. Mich interessiert nämlich jetzt wirklich, was... Sie wollen sich besser in ihre Patienten einfühlen können. Für Psychiater und Psychotherapeuten erweist sich LSD als neuer Weg, schnell und erfolgreich traumatische Erlebnisse aufzuarbeiten. Es treten unbewusste Inhalte, Erlebnisse kommen ins Bewusstsein. Es ist wie ein Art Tagtraum und das können auch sehr unangenehme Inhalte sein. Man hat das Gefühl, nach einem LSD-Erlebnis, man müsse das verarbeiten, man kann das einfach nicht drüber hinweggehen. Es ist etwas sehr Ernsthaftes, etwas kein Genuss mehr. Die Hippie-Exzesse in den 60ern fordern ihren Tribut. Fast 25 Jahre lang bleibt LSD für die Wissenschaft tabu. Übrigens, Albert Hoffmann, der Erfinder des LSD, ist in diesem Jahr 101 Jahre alt geworden. Für den Fall, dass er Selbstversuche gemacht hat, haben die ihm offenbar nicht geschadet. Eher im Gegenteil. Herr Steinbeck, von dem Blick auf die Szene von damals, ein Blick in die Szene von heute. Sie leiten in Frankfurt das Projekt ALICE, The Drug and Culture Project. Wie arbeiten Sie? Wir sind vorwiegend in Diskotheken aktiv, auf Festivals. Wir sind auch in Schulen aktiv, vor Ort. Wir haben einen Ansatz, der Drogen weder tabuisiert noch verharmlost, sondern den jungen Erwachsenen sachliche, möglichst objektive Informationen gibt. Wie kommen Sie heran an die Jugendlichen? Wie finden Sie Gehör?
Nun, die Jugendlichen kommen zu uns, weil wir nicht mit dem erhobenen Zeigefinger arbeiten, weil wir nicht verurteilen, sondern weil wir sehr authentisch Informationen weitergeben. Wer nur auf Abschreckung setzt, wie dies die Drogenpolitik jahrelang gemacht hat, der landet in einer Sackgasse. Jugendliche, junge Erwachsene kann man nur erreichen, wenn man sie ernst nimmt in ihren Bedürfnissen und in ihren Erfahrungen. Was sagen Sie den jungen Leuten, was die noch nicht wissen? Nun, wir leben in einer Konsumgesellschaft. Viele Leute konsumieren Drogen, Erwachsene wie Jugendliche, ohne ein entsprechendes Wissen darüber zu haben. Wir fangen damit an, Wissen, Informationen weiterzugeben. Was hat sich geändert, hauptsächlich im Vergleich zu damals? Wir haben ja eben eine etwas romantische Sicht vielleicht gesehen auf die 60er Jahre. Damals hatte man das Gefühl, die Rituale sahen anders aus. Die Drogen waren gesellschaftlich anders angesehen und es war irgendwie ein bisschen entspannter, möchte man fast meinen. Heute scheint es eher nach dem schnellen Kick zu gehen. Ja, im Grunde geht es weder damals noch heute um die Frage, ob Drogen genommen werden oder nicht. Drogen werden genommen. Wir leben in einer Drogengesellschaft. Deutschland ist im Grunde eine riesige Drogenszene, von illegalen Substanzen über die legalen Drogen, Nikotin, Alkohol, Psychopharmaka bis hin zu Dopingmitteln. Wenn man die Drogenfrage stellt, dann muss man im Grunde auch die Gesellschaftsfrage stellen. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Es geht darum, besser zu sein, Profit zu erwirtschaften und so weiter. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite Spaß zu haben, zu konsumieren, und entsprechend werden auch Drogen genutzt. Man kann sich aber aus dieser Welt nicht entziehen. Man muss ja in irgendeiner Weise auch den Regeln des täglichen Lebens entsprechen. Wie passen denn Drogen ins tägliche Leben? Ja, sie passen sogar sehr gut. Es gibt viele Drogen, legale wie illegale, die dazu beitragen, besser zu funktionieren, Leistung zu bringen, wach zu sein, scheinbar kreativer zu sein oder abzuschalten aus dem erdrückenden Alltag, aus der Verschärfung der sozialen Situation, zumindest für einen Moment auszubrechen in eine Drogenwelt. Was muss Drogenpolitik denn jetzt tun, wenn sie gut sein will? Muss sie diese Selektion vornehmen, auf der einen Seite die Verboten, auf der anderen Seite die Erlaubten, Anerkannten? Oder muss sie einen größeren Fokus auf das Drogenproblem legen? Naja, Drogenproblem ist zu kurz gegriffen. Meiner Meinung nach müsste man einen Fokus auf gesellschaftliche Entwicklungen legen und daraus kann man ableiten, wie und welche Drogen konsumiert werden. Ein erster Schritt wäre weg von Repression, weg von Kriminalisierung, hin zu einer sachlichen Aufklärung, hin zu Informationsprojekten, Hilfsprojekten, Beratungsprojekten, aber auch langfristig eine Neubewertung von Drogen und damit verbunden eine Entkriminalisierung. Herr Schönbeck, wir unterhalten uns gleich weiter. Es gibt ja Menschen, die schaffen es ganz ohne Drogen, Rausch- und Trancezustände zu erreichen. Asiatische Mönche versetzen sich zum Beispiel traditionell durch Meditation in Zustände der Bewusstseinserweiterung. Nach langem Training lernt der Körper, die Trance selbst zu produzieren. Unterstützen können dabei spezielle Klänge wirken. Und diesen Umstand machen sich auch Ärzte hierzulande für neue Therapiemethoden zunutze. Im Rausch der Sinne, ohne Drogen, allein durch Meditation. Wissenschaftlich bewiesen ist, die innere Einkehr verändert Bewusstsein und Gehirn und kann zu Trance- und Rauschzuständen führen. Berauscht durch Musik, entspannt. Archaische Urklänge wirken ähnlich wie halluzinogene Drogen, aber ohne Risiko und ohne Nebenwirkungen.
Wir konnten nachweisen, dass man mit Hilfe von Klängen, dass man in ganz ähnliche Zustände kommt, die auch ähnlich intensiv sind, wie es zum Beispiel LSD ist. Nur eben mit dem Unterschied, dass diese Zustände sehr viel besser kontrollierbar sind und steuerbar sind. Im Klinikum Frankenthal wird einmalig in Deutschland mit Urklängen therapiert. Das Prinzip ist einfach. Mit archaischen Instrumenten wird die akustische Welt eines Embryos imitiert. Wie im Mutterleib. Klänge sind mehr Schwingung als Geräusch. Töne, gefühlt am ganzen Körper. Heilsamer Rausch. Diese Instrumente, die haben in einer bestimmten, wenn man die auf eine bestimmte Art und Weise spielt, ganz große Ähnlichkeit mit dem, wie wir wahrscheinlich als Menschen gehört haben, so ab dem vierten Monat im Mutterleib bereits. Das Didgeridoo beispielsweise klingt so wie die Darmgeräusche und die Trommel, wenn man sie auf eine bestimmte Art und Weise spielt, mit einer bestimmten Geschwindigkeit, dann klingt es wie der Herzschlag. Berauscht durch Urklänge. Ein Bewusstseinszustand wie auf psychedelischen Drogen. In Trance nach innen blicken, einfach glücklich sein oder aber Verdrängtem, den Gespenstern der Vergangenheit begegnen, das hilft bei Depressionen und auch nach Drogenerfahrungen. Diese Art der Therapie ist auch sehr gut geeignet für Menschen, die über Drogen Erfahrungen gemacht haben, die sie nicht verarbeiten konnten. Und die ihnen sozusagen immer noch in ihnen drinstecken als Negativerlebnis und die ihr Leben negativ beeinflussen. Und die können über diese Art der Erfahrung das Ganze ein Stück besser aufschlüsseln und herausfinden, was eigentlich los ist, warum sie da sozusagen hängen geblieben sind. Nach der Gong-Therapie, Gefühle, Traumbilder, Erinnerungen werden gemalt. Das ist ein wesentlicher Bestandteil der Therapie. Denn so verlieren traumatische Erlebnisse ihre Macht. Wichtig, gemeinsam über die Erfahrungen sprechen. Ja, also für mich war es unheimlich machtvoll, unheimlich gefühlvoll. Also erstmal habe ich so lief ein paar Tränen runter und dann noch ein bisschen Angst und Traurigkeit. Ich hatte immer das Gefühl, ich schwebe so hin und her, ich wackel so ein bisschen. Ich habe unsere kleine verstorbene Tochter vor mir gesehen, die dann auf einmal weggeschwebt ist. Aber dann konnte ich mich recht gut einlassen, konnte mich recht gut erholen. Bin dann mit meiner großen Tochter, mit meiner Frau auf einer schönen bunten Wiese spazieren gelaufen, blaue Wolken. Innere Stille, Meditation, berauscht in Trance. Der Herzschlag verlangsamt sich, Muskelspannungen werden reduziert. Und im Gehirn gähnende Leere? Im Gegenteil. Professor Feitel fand heraus, bei Meditierenden geht es biochemisch ähnlich zu wie bei einem LSD-Trip. Nur, der körpereigene Rausch ist nicht gefährlich. Wenn Sie Halluzinogene nehmen, greifen Sie eigentlich in den ganzen neurophysiologischen, also in diesen Gehirnprozess ein. So, und Sie kommen unter das Diktat eben der Biochemie. Bei den Drogen sind Sie schnell in einem Rauschzustand drin, bei der Meditation brauchen Sie lange. Aber
das Opfer, das sie gebracht haben, ja, das zahlt sich dann eben aus, dass sie eben jetzt ein Selbstkontrollverfahren, ein Hirntraining eigentlich beherrschen. Meditierende in der Magnetröhre. Untersucht werden die Gehirnaktivitäten. Das Ergebnis? Im linken Stirnlappen herrscht Hochbetrieb und die Gammawellen, verantwortlich für erhöhte Aufmerksamkeit, steigen an. Meditation hinterlässt auf Dauer neuronale Spuren und verändert das Gehirn. Wenn Leute, sagen wir, über Jahre hin Meditation praktizieren, also praktisch mit ihrer Aufmerksamkeit immer durch den Körper wandern, dass dann eben ganz bestimmte Hirnstrukturen stärker ausgeprägt sind. Und zwar diejenigen, die dafür zuständig sind, die Emotionen zu regulieren. Oder dafür dazu beitragen, dass ich weniger Angst empfinde in, sagen wir, angstauslösenden Situationen. Nach ca. 6000 Stunden Praxis nehmen die Nervenzellen im Stammhirn deutlich zu. Die Folge? Gelassenheit und bessere Konzentration. Schlussfolgerung? Regelmäßige Meditation verändert das Bewusstsein. Also wenn man meditiert und die Meditation lernt, ist es ein Zugewinn, ja, an neuen Freiheitsgraden zur Beeinflussung unserer mentalen Zustände, unserer geistigen und möglicherweise auch unserer spirituellen Prozesse. Trance und Rausch ist dann gut, wenn es einem gelingt, also wenn es die Gesellschaft verbindet. Dafür waren ja früher diese Rituale auch da, dass sich Gemeinschaften gebildet haben, dass sich das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt hat. Das haben wir verloren und entwickeln es heute wieder. Trance und Rausch selbst gemacht, ganz ohne Drogen. Kein schneller Kick, sondern nachhaltige Arbeit. Denn die Verschaltungen im Gehirn sind nicht endgültig fixiert. Niemand muss so bleiben, wie er ist. Herr Steinmeier, spielen solche Methoden wie Meditation bei Ihrer Arbeit als Drogenberater in Frankfurt eine Rolle? Oder sind die jungen Drogengefährdeten so nicht zu bekommen? Nun, wir sind oft auf Veranstaltungen, auf denen sich die Gäste der Veranstaltung tanzend in einen Trancezustand versetzen, in einer Welt, die von Kontrolle, von Ratio, von Verstand geprägt ist, ist das immer auch ein Stück weit ein Ausbruch. Wir versuchen, so etwas zu begleiten, beziehungsweise Informationen in die Szene hineinzutragen, sich bewusster damit auseinanderzusetzen. Also heißt das, Sie